Sir, der Adjutant, den wir ausgegraben haben, ist im Labor. Er ist jetzt fertig aufgeladen. Red mit mir, du alter Blecheimer. Was weißt du? Benutzer identifiziert. Rainer, James, Ex-Marschall, Kolonie Masara. Mitglied der Terroristengruppe Söhne von Korhan. Status? Kriminelle. Genug von mir, Süße. Was schlummert sonst noch in deinem künstlichen Schädel? Benutzerstatus? Kriminelle. Zugriff? Verweigert. Du spielst also die Unnahbare, was? Wir werden ja sehen. Kann der Captain nicht mehr aus ihr rauskriegen, der hat da bestimmt kein Vorstrafenregister. Na, weckt das Erinnerungen? Mal wieder einen Zug zu überfallen? Oh ja, wir haben den Shade Express damals bestimmt ein Dutzend Mal überfallen. Ah, das wurde nie langweilig. Einmal hätten sie uns fast erwischt, als sie dazugelernt hatten und anfingen, bewaffnete Eskorten mitzuschicken. Die hatten nie einen dabei, der mit dir und deinem Adler mithalten konnte, Jimmy. Aber das hat die ganze Sache noch lustiger gemacht. Wie du jedoch Marshall werden konntest nach all dem, was wir damals abgezogen haben, das werde ich nie begreifen. Meine Damen und Herren, jeden Abend präsentiere ich Ihnen die Nachrichten, so sachlich und fair wie nur irgend möglich. Heute Abend jedoch habe ich einen Kommentar vorbereitet. Man hat mich gefragt, wo genau der Unterschied zwischen unserem Anführer Imperator Mengsk und dem Verräter Jim Rayner liege. Ich wurde darauf hingewiesen, dass Mengsk in seiner Jugend auch gegen die Regierung rebellierte und die Macht durch Gewalt und subversive Taktiken an sich gerissen hat. Warum soll es dann falsch sein, wenn Jim Rayner in gleicher Weise vorgeht? Nun, es gibt da einen Unterschied. Als Imperator Mengsk seine Revolution einläutete, bestand keine Gefahr für die Existenz der gesamten Menschheit. James Rayner hingegen betreibt seine Rebellion, während wir uns mit zwei Alienvölkern im Krieg befinden. James Rayner, haben Sie denn kein Gewissen? Sollten jetzt nicht alle an einem Strang ziehen? Stellen Sie Ihre nichtigen Probleme hinten an, während die Menschheit gegen diese Alien-Bedrohung um ihr Überleben kämpft. Alle haben Sie was zu meckern. Das Coole ist mit den Marines, wir haben ja gerade gesehen, wie gut die Sanitäter heilen mit ihrer schnellen Heilung und mit der effizienteren Heilung. Wenn ich das hier benutze, dann kriegt jeder meiner Marines Schaden 10, ich glaube 60 haben sie, also ein Sechstel Schaden. Das ist schon recht viel, wenn man es aus dem mehrfach angibt. Ich mache aber 50 Sekunden lang mehr Schaden. Wenn ich jetzt aber zwei, drei Sanitäter drin habe, die schreien, dass der alles weg. Vor allem, wenn man eben ja schon gesehen hat, dass ein Zweier-Trupp Sanitäter so viel Damage geheilt hat. Von so einer großen Truppe vor allem. Benutzer identifiziert. Ich habe nach einem Verschlüsselungsexperten gesucht, um auf den geborgenen Adjutanten zugreifen zu können. Kein Glück bis jetzt. Colonel Orlan in Deadman's Port kann alles knacken. War schon lange nicht mehr dort. Sag mal, beim letzten Besuch hattest du doch am Ende plötzlich einen Ehering am Finger. Ich hab's Ihnen schon mal gesagt. Ich hätte nie bei dem Kartenspiel mitgemacht, wenn ich gewusst hätte, was der Preis ist. Ach, wenn Lebende wieder zusammenkommen, raubt es mir immer den Atem. Na. Wir müssen... Deadman's Port. Es ist riskant, bei all den Söldnern in der Gegend einfach hier zu warten. Colonel Orlan lässt sich auf jeden Fall Zeit, diesen Adjutanten für uns zu entschlüsseln. Ja,
Ich bekomme langsam ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Empfange Übertragung. James, Orlan hat deinen Adjutanten geknackt, aber er hat vor, ihn der Liga zu verkaufen. Da muss echt was Interessantes drin gewesen sein. Er will, dass ich euch beschäftige, bis sie ankommen. Das ist ja schön, Mia, aber warum erzählst du mir das alles? Weil ich dich und Matt besser leiden kann als ihn, natürlich. Wenn ihr mir das Gleiche bietet wie er, dann helfe ich euch, ihn auszuschalten. Er bezahlt in Mineralien, also mache ich euch dasselbe Angebot. Abgemacht. Es ist mir wie immer ein Vergnügen, Mira. Lasst dir aber nicht zu lange Zeit. Wenn Orlan als Erster mit den Waren rüberkommt, dann wird leider nichts aus uns. Oh, und grüß Matthew von mir. Frag ihn mal, warum er mich nie anruft. Das ist seine Frau? Es wird nicht leicht, Mineralien hier runter zu schaffen. Wir werden Wiederverwertbares finden müssen, wenn wir Mira anheuern wollen, bevor Orlan es tut. Denken Sie, dass sie Orlan helfen wird, Sir? Sie ist Söldnerin. Sie arbeitet also für den Meister.